Ihr wollt ein bestimmtes Vorschaubild, egal ob für YouTube oder für den Eigenbedarf. Zum Beispiel, wie ihr hier sehen könnt, habe ich ein bestimmtes Vorschaubild ausgewählt. Und ihr habt auch Magix, so wie ich. Dann könnt ihr mit Hilfe Magix ein bestimmtes Vorschaubild auswählen, welches euch hilft, das Video wiederzuerkennen oder in YouTube besser zu präsentieren. Dazu gehen wir bei Magic auf Datei, Einstellungen, gehen dort auf Film und dann dort auf Projekteinstellungen. Müssen kurz warten. Und hier können wir sehen, steht einmal Vorschaubild automatisch auswählen, Bilddatei verwenden und das, was wir auch haben wollen, Vorschaubild aus dem Film verwenden. Da können wir jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen zum Beispiel eine bestimmte Szene, zum Beispiel hier sage ich jetzt mal, und wir sehen können, zeigt er hier kurz an, was wir hier ausgewählt haben. Und wenn wir damit zufrieden sind mit dieser Szene, können wir das als bestätigen mit OK. Und wenn wir es jetzt abspeichern, verwenden wir das als Vorschaubild. Und dadurch, wie ich schon erwähnt hatte, erkennt man hat oder hat besser das Video einen besseren Wiedererkennungswert, egal ob man jetzt hier für den Eigenbedarf oder bei YouTube reinstellen möchte oder sonst wo bei Facebook oder bei anderen sozialen Netzwerken. Und das war es auch mit meinem kleinen Videofilm oder Tutorial, besser gesagt, von Magic, wie man ein Vorschaubild aus dem Film verwenden kann.